Lösung für das Problem, dass WhatsApp auf dem iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Pro nicht im Hintergrund läuft. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund und habt die glücklichsten Tage. Heute habe ich ein neues Video mit euch, das eine Lösung für das Problem darstellt. Dass WhatsApp nicht im Hintergrund läuft, das iPhone 15 Pro Max und das iPhone 15 Pro. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber bevor ihr euch das Video anschaut, abonniert den Kanal, um alles Neue zu erfahren. Nun folgen wir der Erklärung. Entdecken Sie 5 effektive Tipps, um das Problem zu beheben. Dass WhatsApp auf dem iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Pro nicht im Hintergrund läuft. Von der Aktivierung der App-Aktualisierung im Hintergrund und der Überprüfung ihrer Benachrichtigungseinstellungen bis hin zur Deaktivierung des Energiesparmodus und dem Neustart ihres Geräts werde ich Sie in diesem Video Schritt für Schritt durch die einzelnen Schritte führen, um sicherzustellen, dass WhatsApp aktiv bleibt und Echtzeit-Updates erhält. Erfahren Sie außerdem, wie Sie die systemweite App-Aktualisierung im Hintergrund aktivieren und WhatsApp bei Bedarf neu installieren. Verabschieden Sie sich von der Frustration darüber, dass WhatsApp im Hintergrund nicht funktioniert. Und bleiben Sie mit diesen Expertentipps nahtlos auf Ihrem iPhone 15 Pro Max verbunden. Befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu lösen, dass WhatsApp auf Ihrem iPhone 15 Pro Max im Hintergrund läuft. Tipp 1. Aktivieren Sie die App-Aktualisierung im Hintergrund für WhatsApp. Durch die Aktivierung der App-Aktualisierungsfunktion im Hintergrund wird sichergestellt, dass WhatsApp im Hintergrund ausgeführt werden und Benachrichtigungen erhalten kann, auch wenn die App nicht aktiv verwendet wird. Schritte. Erste: Öffnen Sie die Anwendung Einstellungen auf dem iPhone 15 Pro maximal. Zweite: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf WhatsApp. Dritte: Wählen Sie App-Aktualisierung im Hintergrund. Vierte: Schalten Sie den Schalter neben App-Aktualisierung im Hintergrund um ihn zu aktivieren. Fünfte: Stellen Sie sicher, dass die Option Wi-Fi oder Wi-Fi und mobile Data ausgewählt ist. Tipp 2: Überprüfen Sie Ihre WhatsApp-Benachrichtigungseinstellungen. Wenn Sie sicherstellen, dass WhatsApp-Benachrichtigungen korrekt konfiguriert sind, kann die App im Hintergrund ausgeführt werden und Aktualisierungen in Echtzeit bereitstellen. Schritte. Erste: Gehen Sie zur Anwendung Einstellungen auf Ihrem iPhone 15 Pro maximal. Zweite: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Benachrichtigungen. Dritte: Suchen Sie nach WhatsApp und wählen Sie es aus der Liste der Anwendungen aus. Vierte: Stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen zulassen aktiviert ist. Fünfte: Passen Sie weitere Benachrichtigungseinstellungen nach Ihren Wünschen an. Tipp 3: Deaktivieren Sie den Energiesparmodus. Der Energiesparmodus schont die Akkulaufzeit, indem er bestimmte Funktionen einschränkt, einschließlich Hintergrund-App-Aktualisierungen. Durch Deaktivieren des Energiesparmodus kann WhatsApp ohne Einschränkungen im Hintergrund ausgeführt werden. Schritte. Erste: Öffnen Sie das Kontrollzentrum auf Ihrem iPhone 15 Pro Max, indem Sie von der oberen rechten Ecke nach unten wischen oder von unten nach oben bei älteren iPhone-Modellen. Zweite: Überprüfen Sie, ob das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke gelb ist. Wenn ja, wird der Energiesparmodus aktiviert. Dritte: Tippen Sie auf das Batteriesymbol, um den Energiesparmodus zu deaktivieren. Das Symbol sollte weiß werden und anzeigen, dass es jetzt deaktiviert ist. Tipp 4: Stellen Sie sicher, dass die Hintergrundaktualisierung der App für Ihr iPhone 15 Pro Max aktiviert ist.
Durch die Aktivierung der App-Aktualisierung im Hintergrund für Ihr iPhone 15 Pro Max auf Systemebene wird sichergestellt, dass alle Apps, einschließlich WhatsApp, im Hintergrund ausgeführt werden können. Schritte. Erste: Starten Sie die Anwendung Einstellungen auf Ihrem iPhone 15 Pro maximal. Zweite: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Allgemein. Dritte: Wählen Sie App-Aktualisierung im Hintergrund. Vierte: Stellen Sie sicher, dass der Kippschalter neben App-Aktualisierung im Hintergrund aktiviert ist. Fünfte: Wählen Sie entweder Wi-Fi oder Wi-Fi und mobile Data, um die Aktualisierung der App im Hintergrund zu ermöglichen. Tipp 5. Starten Sie Ihr iPhone 15 Pro Max neu und installieren Sie WhatsApp neu. Ein Neustart Ihres iPhone 15 Pro Max und eine Neuinstallation von WhatsApp können dabei helfen, vorübergehende Softwareprobleme zu beheben, die möglicherweise die Ausführung der App im Hintergrund verhindern. Schritte. Erste: Halten Sie die Ein-Aus-Taste Ihres iPhone 15 Pro Max gedrückt, bis die Option zum Ausschalten schieben angezeigt wird. Zweite: Schieben Sie die Ein-Aus-Taste, um Ihr Gerät auszuschalten. Dritte: Warten Sie einige Sekunden und halten Sie dann die Ein-Aus-Taste erneut gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint und anzeigt, dass Ihr iPhone 15 Pro Max neu gestartet wird. Vierte: Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPhone 15 Pro maximal. Fünfte: Suchen Sie nach WhatsApp und klicken Sie auf die Schaltfläche Get oder Download, um die App neu zu installieren. Sechste: Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie WhatsApp und prüfen Sie, ob es jetzt im Hintergrund läuft. Was das iPhone 15 Pro betrifft, befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu lösen, dass WhatsApp auf Ihrem iPhone 15 Pro im Hintergrund läuft. Tipp 1. Aktivieren Sie die App-Aktualisierung im Hintergrund für WhatsApp. Durch die Aktivierung der App-Aktualisierungsfunktion im Hintergrund wird sichergestellt, dass WhatsApp im Hintergrund ausgeführt werden und Benachrichtigungen erhalten kann, auch wenn die App nicht aktiv verwendet wird. Schritte. Erste: Öffnen Sie die Anwendung Einstellungen auf dem iPhone 15 Pro. Zweite: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf WhatsApp. Dritte: Wählen Sie App-Aktualisierung im Hintergrund. Vierte: Schalten Sie den Schalter neben App-Aktualisierung im Hintergrund um ihn zu aktivieren. Fünfte: Stellen Sie sicher, dass die Option Wi-Fi oder Wi-Fi und mobile Data ausgewählt ist. Tipp 2. Überprüfen Sie Ihre WhatsApp-Benachrichtigungseinstellungen. Wenn Sie sicherstellen, dass WhatsApp-Benachrichtigungen korrekt konfiguriert sind, kann die App im Hintergrund ausgeführt werden und Aktualisierungen in Echtzeit bereitstellen. Schritte. Erste: Gehen Sie zur Anwendung Einstellungen auf Ihrem iPhone 15 Pro. Zweite: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Benachrichtigungen. Dritte: Suchen Sie nach WhatsApp und wählen Sie es aus der Liste der Anwendungen aus. Vierte: Stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen zulassen aktiviert ist. Fünfte: Passen Sie weitere Benachrichtigungseinstellungen nach Ihren Wünschen an. Tipp 3. Deaktivieren Sie den Energiesparmodus. Der Energiesparmodus schont die Akkulaufzeit, indem er bestimmte Funktionen einschränkt, einschließlich Hintergrund-App-Aktualisierungen. Durch Deaktivieren des Energiesparmodus kann WhatsApp ohne Einschränkungen im Hintergrund ausgeführt werden. Schritte. Erste: Öffnen Sie das Kontrollzentrum auf Ihrem iPhone 15 Pro, indem Sie von der oberen rechten Ecke nach unten wischen oder von unten nach oben bei älteren iPhone-Modellen. Zweite: Überprüfen Sie, ob das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke gelb ist.
Wenn ja, wird der Energiesparmodus aktiviert. Dritte. Tippen Sie auf das Batteriesymbol, um den Energiesparmodus zu deaktivieren. Das Symbol sollte weiß werden und anzeigen, dass es jetzt deaktiviert ist. Tipp 4. Stellen Sie sicher, dass die Hintergrundaktualisierung der App für Ihr iPhone 15 Pro aktiviert ist. Durch die Aktivierung der App-Aktualisierung im Hintergrund für Ihr iPhone 15 Pro auf Systemebene wird sichergestellt, dass alle Apps, einschließlich WhatsApp, im Hintergrund ausgeführt werden können. Schritte. Erste: Starten Sie die Anwendung Einstellungen auf Ihrem iPhone 15 Pro. Zweite: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Allgemein. Dritte: Wählen Sie App-Aktualisierung im Hintergrund. Vierte: Stellen Sie sicher, dass der Kippschalter neben App-Aktualisierung im Hintergrund aktiviert ist. Fünfte: Wählen Sie entweder Wi-Fi oder Wi-Fi und mobile Data, um die Aktualisierung der App im Hintergrund zu ermöglichen. Tipp 5. Starten Sie Ihr iPhone 15 Pro neu und installieren Sie WhatsApp neu. Ein Neustart Ihres iPhone 15 Pro und eine Neuinstallation von WhatsApp können dabei helfen, vorübergehende Softwareprobleme zu beheben, die möglicherweise die Ausführung der App im Hintergrund verhindern. Schritte. Erste: Halten Sie die Ein-Aus-Taste Ihres iPhone 15 Pro gedrückt, bis die Option zum Ausschalten schieben angezeigt wird. Zweite: Schieben Sie die Ein-Aus-Taste, um Ihr Gerät auszuschalten. Dritte: Warten Sie einige Sekunden und halten Sie dann die Ein-Aus-Taste erneut gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint und anzeigt, dass Ihr iPhone 15 Pro neu gestartet wurde. Vierte: Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPhone 15 Pro. Fünfte: Suchen Sie nach WhatsApp und klicken Sie auf die Schaltfläche Get oder Download, um die App neu zu installieren. Sechste: Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie WhatsApp und prüfen Sie, ob es jetzt im Hintergrund läuft. Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wir uns in einem guten Video sehen.